Da muss ich auch nochmal bei Liara vorbeischauen. Irgendein Lebenszeichen? Der von dem Dreschlund zerstörte Reaper scheint völlig leblos zu sein, Doktor. Um sicher zu gehen, müssten wir allerdings Teams hinschicken. Kommt nicht in Frage. Sagen Sie den Kroganern, sie sollen sich fernhalten. Das können die auch noch selber entscheiden, oder? So, was haben wir hier? Waffen-Upgrade-Kit. Informationen zur Schlacht von Arcturus. Waffen-Upgrade-Kit. Dieses Feld-Kit kann zu einem einmaligen Upgrade einer Vielzahl von Waffen eingesetzt werden, um die Munitionskapazität oder das Schadenspotenzial zu erhöhen. Die Pläne wurden in die Bordcomputer der Normandy eingescannt. Munitionskapazitätsbonus. Das Kit benutzen, um die Thermomagazinkapazität ihrer Waffen zu erhöhen oder Waffenschadenbonus. Okay, das heißt, also wenn ich das richtig verstehe, alle meine Waffen kriegen jetzt entweder einen Bonus auf die Munitionskapazität oder auf den Waffenschaden. Sehe ich das richtig? Munitionskapazität ist natürlich schön, aber... die Thermomagazinkapazität. Aber Schaden ist ein Ticken geiler, oder? Ich würde Schaden auswählen. Ja. Cool. Informationen zur Schlacht von Arcturus. Telemetrische Daten der Arcturus-Station zeigen, wie schnell die Reaper aus dem Portal kamen und durch die Allianzflotten pflügten. VIs können den Feindbeschuss in den Daten analysieren, um den Waffenschaden zu verbessern, oder aber Rechenleistung darauf verwenden, bessere Schilde gegen die Waffen der Reaper zu entwickeln. Das heißt, da müssen wir uns immer entscheiden. Also Waffenschaden erhöhen oder Schilde verbessern. Ich meine, es gilt wie immer, mehr Waffenschaden ist geil, aber ich habe gerade ja eben ja schon den Waffenschaden erhöht. Vielleicht hauen wir da noch was auf die Schilde. Komm, ein bisschen bessere Verteidigung ist auch nicht schlecht. Dann haben wir noch Überreste von Reaper-Zerstörer. Um der Gefahr einer Indoktrination zu begegnen, wurden ferngesteuerte Drohnen losgeschickt, um die geborgenen Überreste des Reaper-Zerstörers zu untersuchen. Die Drohnen können unter der äußeren Hülle, unter die äußere Hülle dringen und die Schaltkreise auf Technologien scannen, die Geschwindigkeiten der Tech, biotische und Kampfkräfte feuern, verbessern. Alternativ hat der Rat einen citadelweiten Händlerrabatt angeboten, falls man sich für die sichere Lösung entscheidet und die Reste verschrottet. Ladenrabattbonus. Ich wollte gerade Landrattenbonus vorlesen, weil das aussieht wie Landrattenbonus. Also wir kriegen einen Landrattenbonus von 5%. Also günstige Einkaufen in allen Läden. Oder ein höheres Aufladetempo der Kräfte. Ich benutze Kräfte irgendwie gar nicht so viel, dass sich das für mich lohnt, oder? Ich schieße meistens nur ins Gesicht. Pass auf, hier einen Landrattenbonus. Ich alte Landratte. Jo. Und das sind meine Upgrades, die ich habe. Ein Kraftschaden von 5%, ein Landrattenbonus von 5%, Schilde 5% erhöht und Waffenschaden 5% erhöht. Cool. Das ist alles durch den Kram, den wir zwischendurch gefunden haben. Was gibt's hier? Neues über das Broker-Terminal. Notizen über Proteaner 2186, Eintrag 3. Wenn es stimmt, was Jarvik sagt, dann entstammt er einem Volk von Imperialisten, das den Rest der Galaxie in Angst und Schrecken versetzt hat. Und könnte er seine Leute zurückbringen, würde er uns alle dafür opfern, ohne eine Sekunde darüber nachzudenken. Ich habe mir heute meine alten Notizen angesehen. Sie sind sehr naiv. Haben wir die Proteaner wegen ihrer beeindruckenden Technik romantisch verklärt? Ja. Ist das wirklich das Volk, dessen Studium ich mein Leben gewidmet habe? Auch ja. Berichte über Massenportalverkehr. Zunahme, Abnahme des aktuellen Portalverkehrs. Witwe 95% Zunahme, Omega 2 65% Zunahme, Tasalane 32% Zunahme, Sein Hand. Wessen Hand ist es? Es ist Sein Hand. 43% Abnahme, Pelion 12% Abnahme. Ich weiß nicht, was diese Informationen mir bringen, ehrlich gesagt. Nichts, glaube ich. Okay. Liara, was sagst du denn dazu? Erzähl doch mal. Du bist immer so still. Ich habe Zeit, wenn Sie reden möchten. Etwas Ablenkung täte mir gut. Okay. Was beschäftigt Sie? Wie lange die Reaper für die Proteaner gebraucht haben. Und wie lange sie wohl für uns brauchen. Bei den Proteanern waren es Jahrhunderte. Wir sind nicht so weit verbreitet, aber 100 Jahre dürften es schon auch sein. Wir werden sehen. Es ist egoistisch,
Aber selbst wenn wir scheitern, ich bin erst 109 und könnte das Ende des gesamten Zyklus noch miterleben. Erst 109? Erst, vor allem. Ich weiß, man beschwert sich nicht über eine Lebenszeit von 1000 Jahren. Ich fand es immer traurig, dass die meisten Aliens nur so kurz leben. Ja, ja. Vielleicht ist es gar kein Privileg, alle zu überleben. So viel Tod zu sehen. Ist doch geil, lange zu leben. Leute sterben halt ab und an. Aber ich würde auch gern 1000 Jahre leben. Ist doch super. Machen Sie sich deshalb nicht verrückt. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Ja, das auch. Wir werden natürlich aber nur, gewinnen, weil Sie ihn übrigens noch vorantreiben. Wir haben zwar noch andere Anführer auf unserer Seite, aber keiner bringt uns so weit wie da, Sie. Da, ich weiß, dass ich geil bin. Ich frage mich, wie Sie das machen. Ich bin einfach super, das sind meine Gene. Und natürlich habe ich auch Unterstützung. Ja, ich weiß, es ist mir klar. Ich bin zwar äußerst geil, aber alleine könnte ich es wahrscheinlich auch nicht reißen. Ich denke an Leute, an denen mir etwas liegt. Das hilft sehr. Schön, dass ich dazugehöre, oder? Aber natürlich. Na Sie! Es geht mir schon besser. Danke für den Besuch, Shepard. Wir reden später weiter. Na, okay. Und mit später meinst du jetzt, in diesem Augenblick? Arbeiten Sie an irgendwas? Ich helfe bei der Entschlüsselung einiger Elemente des Teagles. Zumindest versuche ich es. Theoretische Partikelphysik auf der Basis spezieller Duodezimalmathematik ist nicht unbedingt mein Fachgebiet. Ja, meins auch nicht. Und unser eigener Proteaner ist so hilfreich wie immer. Ich würde meine letzten 100 Jahre dafür geben, wenn ich auch nur einen proteanischen Wissenschaftler wiederbeleben könnte, damit er uns hilft. Die Frage ist, würde er uns helfen? Nee, wahrscheinlich schon, wenn wir gegen die Reaper kämpfen. Gut, gut. Dann blicken wir nochmal am Maschinendeck vorbei und Shuttlebucht natürlich auch noch. Du. Was ist das? Ach, da steht nur Maschinendeck. Ach so, okay. Was gibt's denn bei dir so Neues, Jarvik? Hm? Du fummelst wieder in deinem Wasserbecken rum. Commander. Wie kommen Sie zurecht, Jarvik? Gut, schlecht, Mittel. Ein Teil der Crew sucht meine Freundschaft. Aber deshalb bin ich nicht hier. Oh, die wollen außerdem nur Freunde sein. Außerdem muss ich mir die Hände waschen. In diesem Schiff gibt es überall Rückstände. Von? Was für welche? Ich habe mich umgesehen. Die früheren Crewmitglieder haben Spuren hinterlassen. Die haben überall hingewichst, wa? Zum Beispiel eine Eklig. Menschenfrau mit unnatürlicher genetischer Struktur, wie künstlich hergestellt. Ah ja, Miranda wahrscheinlich. Klingt nach Miranda. Und ein Drell. Er war sehr krank. Ja. Thane. Und der Kroganer, der früher hier gewohnt hat. Er durchlief eine Metamorphose. Ja, er ist jetzt ein wunderschöner Schmetterling. Seine Erinnerungen waren wirr, nicht organisch. Er war unsicher und aufgewühlt. Ich begreife das immer noch nicht, dieses Herauslesen von Informationen. Für mein Volk war es so natürlich wie Atmen. Die Evolution ist schon erstaunlich. Unsere Wissenschaftler hielten sie für die einzig bedeutsame Kraft in der Galaxie. Sie nannten sie den kosmischen Imperativ. Natürlich. Die Starken gediehen, die Schwachen gingen unter. Klar, ihr seid ja brutale Unterdrücker. Die Zyklus scheinen zu wollen, dass möglichst alle überleben. Ja, selbstverständlich. Wer würde das nicht wollen? Wir sind nicht alle so grausame Monster wie ihr. War dieser Imperativ nur eine wissenschaftliche Meinung oder basiert er auf uns unbekannten Beweisen? Das Universum lieferte die Beweise. Man musste sich nur umsehen. Oh, ich sehe mich nie um. Und erkannte dann was genau? Artensterben ist das Gesetz des Kosmos. Die natürliche Ordnung der Dinge. Die schwächsten Spezies gehen unter. Aber nur, wenn man ihnen nicht hilft. Die Starken haben die Pflicht, die Schwachen zu schützen. Sonst herrscht Anarchie. Aber wer nichts beizutragen hat, sollte eliminiert werden. Nein! Damit der Konflikt zur Lebensmaxime wird? Die Evolution verlangt das. Die Starken dominieren die Schwachen und werden stärker. Das ist Sozialdarwinismus. Das ist Bullshit, du Arsch. Aber ich denke nicht, dass ihre Asari meine Ansichten teilt. Alter, was ein Fascho. Liara? Sie hatte vermutlich nur eine gänzlich andere Vorstellung von Proteanern. Wir sind alle das Produkt unserer Zeit. Wäre ich in diesem Zyklus geboren,
wäre ich vielleicht der edle Gelehrte, den sie gern hätte. Würde Ihnen das liegen? Das ist eine völlig andere Arbeit. Ich weiß es nicht. Ich habe immer im Krieg gelebt. In jeder Schlacht Leben genommen. Da ist es schwierig, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich kenne keinen anderen Teller. Es hat mich geformt. Wie der Stein vom Künstler geformt wird. Der Stein hat dabei keinen Einfluss auf seine Form. Sie und ich, Commander. Der Krieg ist unser Steinmetz und wir sind seine Gefangenen. Na klar. Vielleicht nicht mehr lang. Ein Sieg würde uns beide befreien. Könnte man so sehen. Kann ich mit dem Ding hier ein bisschen rum... Nee. Kann ich dir noch andere Sie Fragen stellen? Sie haben einen Reaper getötet. Ich wäre gern dabei gewesen. Aber da kommen sicher noch mehr. Na, das hoffe ich doch. Viel mehr. Ja, der Kampf bleibt schwierig. Man kann nie genug Reaper wegknacken. Ich habe von dem Angebot der Salarianer gehört. Ich hätte es angenommen und den Kroganern nichts davon gesagt. Ja, das sieht dir ähnlich. Moral und Freundschaft sind bedeutungslos geworden. Für dich Ihre vielleicht. Ihre Verbündeten sind nur Ressourcen gegen die Reaper. Alter, der ist so ein unsympathischer Fascho. Den mag ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber solange uns mit ein paar Informationen helfen kann... Sie meinen die größte Story in 50.000 Jahren, über die ich auf keinen Fall sprechen darf? Genau die. Sie haben ihn also gesehen. Wollt's nur wissen. Hallo. Gibt's Neues? Commander, haben Sie kurz Zeit? Nein, ich Was muss möchten los. Sie wissen? Ja? Sie haben ein Heilmittel für die Genophage freigesetzt. Richtig. Millionen von Kroganern werden jetzt die Reaper bekämpfen. Hoffentlich. Was sagen Sie Leuten, die das für den Beginn neuer Rachni-Kriege und kroganische Rebellionen halten? Den sage ich halt die Fresse, du Hater. Gewinnen wir erst den Krieg, das ist die Erlösung der Kroganer. Ist es? Ja. Ist es. Die schlechten Seiten der Kroganer fallen einem schnell ein. Aber auch die guten sind erinnerungswürdig. Und das heißt? Die Kroganer waren einmal Helden und wollen das auch wieder sein. Wir geben ihnen diese Chance. Wussten Sie, dass der Erdnord-Clan beim Rat bereits eine Botschaft und das Recht auf eine Kolonie beantragt hat? Nee, wusste ich nicht, aber ist doch völlig legitim. Die Kroganer kommen einer Heimatwelt des Rats zu Hilfe. Das ist mehr, als die meisten anderen Spezies tun. Das stimmt. Ich habe bei der Genophage-Heilung geholfen. Alles andere betrifft nur den Rat und die Kroganer. Sie hörten Commander Shepard persönlich. Bis morgen. Ich bin Diana Ellis. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Bleiben Sie stark. Okay, ich schneide den Bericht fertig und reiche ihn dann zur Freigabe beim Oberkommando an. Opa Kommando ist auch wieder mit dabei, der gute alte Opa. Commander. Mhm. Die hat sogar ein Sofa hier, hat's eigentlich ganz gemütlich in ihrer Ecke. Zisch, zisch, zisch. Du wolltest mit mir reden, oder? Commander, erinnern Sie sich daran, dass bei Überlastung der Kern möglicherweise in den Maschinenraum entlüftet wird? Hatte ich von gehört, Edi ja. Edi und ich haben gemeinsam darüber nachgedacht. Wir könnten das System sicherer machen. Ja, gute Idee. Wir brauchen nur ein GX-12 Thermalrohr. Ah, das ist ja easy. Sind wir vom Allianznachschub abgeschnitten. Das haben wir bestimmt noch irgendwo rumliegen. Sie beim nächsten Besuch auf der Citadel danach Ausschau halten? Ach so, ich muss Ich habe hier die Spezifikationen. Wozu genau ist das gut, so ein Thermalrohr? Kann man da nicht auch einfach ein altes Bleirohr nehmen, ein bisschen Klebeband? Sind diese Modifikationen wirklich nötig? Eine Sicherheitsfrage, aber nicht kritisch. Bei schwerem Beschuss der kinetischen Barrieren, bei gleichzeitigem Flug mit hoher Geschwindigkeit, kann durch Entlüften Plasma in diesen Bereich gelangen. Jeder in diesem Raum würde dadurch atomisiert. Cool, cool. Das ist aber mehr als bloß eine Sicherheitsfrage. Naja... Unter den genannten Bedingungen ist das Schiff sowieso so gut wie verloren. Aber wir sollten jeden möglichen Vorteil nutzen. Da bin ich deiner Meinung. Ich werde nach Ausschau halten und es kaufen, wenn es nicht zu teuer ist. Also wenn es mehr als 3,50 Mark kostet, dann überlege ich mir das nochmal. Ich sehe mich das nächste Mal auf der Citadel danach um. Danke, Commander. Ja, aber gerne doch. Dafür bin ich doch da. Es gibt nichts zu berichten, Commander. Oh, okay. Hier unten ist immer noch niemand, ne? So viel ungenutzter Raum. Hier könnte gut jemand rumlungern. Jack zum Beispiel. Aber nun gut.
So, dann gucken wir nochmal in die Shuttle-Bucht. Mal sehen, was da rumschattelt. Dafür, dass ihr Shuttle so unauffällig ist, wird es aber oft beschossen. Mhm. Naja, die Tarnsysteme des UT-47A funktionieren nur für Wärme und hochfrequente Emissionen. Das heißt, dass uns zwar kaum ein Sensor registriert, wir aber sofort auffliegen, sobald mal jemand nach oben schaut. Zeit für ein Upgrade. Die meisten Scanner und Ortungssysteme operieren bei mittleren Frequenzen. Zugegeben, wir wurden beschossen, aber runtergeholt hat uns noch keiner. Mittlerweile habe ich ganz noch gut Geld nicht. Dabei. Zu unserem Glück sind Sie wirklich fast so ein guter Pilot, die Waffen, wie Sie glauben. Ich ja, weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, welche Waffen ich aktiv habe. Vielleicht. Warte mal. Wo kann ich das einsehen? Ach so, vielleicht bei der Waffenmodstation auch. Das, was ich immer benutze, ist das M15 Vindicator 1. Oh, warte, da ist aber noch was Neues am Start. Ich guck mal ganz kurz, vielleicht ist es ja besser. Partikelgewehr 1. M96 Mattock 1. Ach, das ist neu. Das ist Phaeton 1, macht aber weniger Schaden. Hat mehr Gewicht, mehr Kapazität, mehr Feuergeschwindigkeit. Aber Schaden und Präzision lassen zu wünschen übrig. Also M15 Vindicator. Pass auf, dann kaufen wir uns dafür mal ein Upgrade. M15 Vindicator. Hier, verbesserte Waffenschaden, Munitionskapazität und Gewicht. 1900, das können wir uns eigentlich ganz locker leisten. Immer her damit. Das lief doch gut. Und was haben wir hier noch? Hier ist Panzerungsspinnen. Panzerung habe ich ja neulich erst alles durchgedingst. Nachschubinterface. Sportartikel, ja, genau. Ultraleichtmaterial, Kollektorenpanzerung. Alter, ist die teuer. 52.000. Nö, so viel bezahle ich dafür nicht. Terminuspanzerung. Ist diese Maschinenpistole gut? Ich weiß es nicht. Ich hätte Bock, alles zu kaufen, aber dafür habe ich natürlich kein Geld. Sonnenfische? Die Pfeilfische? Moment, welche Fische habe ich jetzt bei mir? Schon drin? Na, ich lasse mal die Fische da, die ich habe. Mehr Fische ist nur... Oh! Allianzjägermodell. Ja, das will ich haben. Allianz Schlachtschiffmodell will ich auch haben. Also für sowas habe ich Geld, das ist ja wohl klar. Wo war ich jetzt? Bei Sirta? Nee. Oh, aber Mad Eagle Kapazität kann man immer mal ein bisschen aufwerten. Das sind nur Mods. Spectre Ausrüstung. Informationen über Bilal Osoba. Der Allianz-Soldat Bilal Osoba, Sohn von... Ein Sohn von Botschafter Dominik Osoba ist während des Einsatzes auf Benning verschwunden und wahrscheinlich gefallen. Zivilisten, die Schwarzmarkthandel mit den Besatzern von Cerberus treiben, haben Erkennungsmarken gefallener Allianzsoldaten beschäftigt, darunter auch die von Bilal. Dieser Beweis, dass er tatsächlich tot ist, würde seinen Vater beruhigen. Um den Schwarzmarkthandel abstreiten zu können, soll die Erkennungsmarke mit der Erklärung begeben werden, dass der Spectre sie Bilal Osabas Leiche persönlich abgenommen hat. Ja gut, kaufe ich mal. Was soll's. Kypritine-Waffeln. Schulterschutz. Arsenalvorräte. Ohne Thermoröhre. Eine E-Gil-Thermoröhre. Natürlich. Diese Röhren kanalisieren gewaltige Mengen von Wärmeenergie über ein wärmeleitendes Gel. Wonach mich der Techniker gefragt hatte? War das eine Thermoröhre? Egal, ich kaufe die mal. So, jetzt habe ich schon wieder Geld ausgegeben. Da bin ich doch so geizig. Was sagst du dazu, Cortez? Der letzte Einsatz auf Tuchanka war der Hammer. Das war geil, ne? Ich wollte Luftunterstützung leisten, aber der ganze Himmel war voller Cerberus. Als habe jemand ein Hornissennest aufgescheucht. Ja, immer diese Hornissen. Die mag ich auch nicht. Und James?
Wie ist es bei dir? T'Chaka hat mich an die Wüste in meiner Heimat erinnert. Die Eidechsen und Würmer sind zwar größer, aber sonst... Würmer! Der Sand und so. Ich mag Würmer auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer mag keine Würmer, wenn wir mal ehrlich sind? Ich gehe nochmal kurz aufs Maschinendeck. Ich weiß nicht, ob diese Thermoröhre, die ich gerade gekauft habe, das war, was er haben wollte, weil ich bin mir nicht sicher. Gucken wir mal. Na? Commander, wir haben das Thermorohr installiert, das Sie uns beschafft haben. Ja, war, was er haben wollte. Die Normandy wird lange vor dem Zeitpunkt explodieren, an dem der Kern in den Maschinenraum entlüftet werden muss. Das ist sehr positiv. Sind gute Nachrichten? Also ich gehe davon aus, dass es gute Nachrichten sind. Gut, haben wir das ja geklärt? Dann können wir uns in weitere Abenteuer stürzen, oder? Im Kotze-Informationszentrum, KIZ, abgekürzt. Commander? Mhm. Hatte ich zwischendurch noch eine E-Mail gekriegt? Nö, nein, nein. Ich hatte ja, ist ja noch nicht so lange her, dass ich geguckt habe. Wo ist Summer jetzt? Auf T'Chaka lungern wir noch rum. Aber da haben wir all unsere Dinge erledigt. Da können wir eigentlich mal nach Nietz. Oder Niet. Einfach mal gucken, was da so los ist. Da können wir zum Beispiel was einsacken. Untersuchen. Ein Wrack. 300 Einheiten Treibstoff erhalten. Oh, das trifft sich doch ganz gut. 100% Aktivposten erhalten. Ja, dann können wir auch wieder abdampfen. Voll der riesige blaue Stern. Voll cool. Okay. 100% Aktivposten erhalten. Treibstoff ist sowieso gleich wieder alle. Wir fliegen am besten mal durch die Sonne hindurch. Jawohl. Ach, das ist der kleine Planet dahinter. Ich dachte, wir können die Sonne anfliegen. Dann tanken wir nochmal eben voll. Und fliegen nach... Wir müssten mal wieder auf die Citadel. Wir sollen ja auch... Der Salarianische Ratsherr hat uns da ja kontaktiert. Wir haben hier auch noch, allerdings auch den Arpienkranz und das Aethon-Cluster. Pass auf, die beiden suche ich auch nochmal auf. Versuchen wir da noch ein paar Dinge zu beschaffen. Und dann fliegen wir zur Citadel und kümmern uns dort um wichtige Angelegenheiten. Wie es halt unsere Art ist. So, wie sieht es hier in Trebia aus? Hier ist nichts weiter, aber nach Castellos müssen wir mal. Hui! Alter, das verbraucht aber auch so viel Treibstoff, hier durch die Systeme zu flitzen. Ah, da haben wir schon was. Super. Ein Wrack. Es gibt ein bisschen Treibstoff. Da sind wir wieder voll. Und schon 100% Aktivposten erhalten. Ja, super. Da können wir gleich nach Gemme fliegen. Alter, diese Sonne ist gigantisch. Ja, ich weiß, die Reaper... Oh, wir haben das schon. Da brauchen wir gar nicht mehr scannen. Das ist aber gut, dass ich mich daran erinnere. Na, ich muss das untersuchen. Es ist ein Wrack. 800 Einheiten in Treibstoff. Lass mich in Ruhe, Reaper. Ich muss weg. 33% Aktivposten halten. Das heißt, es gibt noch mehr. ULG-Sprung erfolgreich. Aber solange die Reaper da sind, habe ich nicht die Zeit, mich da weiter umzusehen. Okay. Okay, okay. Dann müssen wir natürlich den Treibstoff gerade nochmal wieder auffüllen. Es ist immer sicher, mit vollem Treibstofftank rumzuburken, finde ich. Auch wenn der Scheiß teuer ist. Muss es denn immer super sein? Können wir nicht irgendwie irgendeinen verbleitenden Scheißdreck tanken? Der nur halb so viel kostet? Wäre viel besser. Okay, was haben wir hier am Start? Natürlich Reaper-Aufmerksamkeit, klar, die ist immer da. Signal bestätigt. Super. Alter, hier ist irgendwie was los. Ih, Reaper. Wie riesige Schrimps kommen sie immer näher. Sie haben mich erwischt. Scheiße.
Immerhin starten wir hier im System direkt. Signal bestätigt. So, gucken wir uns das mal fix an hier, bevor sie kommen. Ein Wrack. 200 Einheiten Treibstoff, allerdings ist mein Treibstoff schon voll. Und da haben wir Irune. Ach, die Volos Heimatwelt. Ist ein Planet mit hohem Druck und hoher Gravitation, auf dem sich eine Ökologie auf Ammoniakbasis entwickelt hat. Weil das sehr selten ist, bedeutet es für die Volos, dass sie sich nur langsam ausbreiten können, weil es kaum Planeten gibt, die ihre Besiedlungskriterien erfüllen. Die meisten bleiben lieber auf Irune und arbeiten über das Extranet. Die Abenteuerlustigen legen schwerfällige, aber notwendige Druckanzüge an und reisen zu Welten im Citadel-Sektor, um ihr Glück zu machen. Irune ist auch deswegen bemerkenswert, weil hier der Krieg als staatliche Institution abgeschafft wurde. Die Kultur der Volos kennt die romantische Sichtweise von Krieg nicht, wie sie sich bei anderen aggressiven Spezies der Galaxie findet. Körperliche Auseinandersetzungen zwischen Gruppen dauern meist nicht lange an und enden fast ausnahmslos mit sozialen Repressalien, Handelsabschlüssen oder strengen wirtschaftlichen Sanktionen. Die Städte von Irune werden mit Rücksicht auf schnelle Handelswege gebaut, ohne Miteinbeziehung militärischer oder strategischer Überlegungen. Dadurch hat der Planet den Husk-Angriffen wenig entgegenzusetzen, mit denen die Reaper nach dem Sieg über die Turianische Flotte jetzt den Bodenkrieg eröffnet haben. Oh, das tut mir leid. Citadel-Hinweis für Reisende. Irunes Atmosphäre basiert auf Ammoniak und ist toxisch für nicht-wohllose Lebensformen. Besucher von Irune müssen immer Druckanzüge tragen, wenn sie sich außerhalb von Bereichen mit Umweltsteuerung aufhalten. Gute Idee. So, was können wir denn hier erscannen auf Irune? Was habt ihr hier denn Schönes für mich? Das Buch von Plenix. Natürlich. Das hätte ich eigentlich ahnen müssen, dass sich das hier befindet. Der gute alte Plenix, der hat sein Buch hier versteckt. So, dann haben wir da noch einen Aktivposten. Lass mich in Ruhe, Reaper. Cherk-Saab, natürlich. Was wird denn hier gecherkt und gesaabt? Cherken wir das mal aus. Volos Produktionseinheiten. Ja, cool. Die klauen wir denen einfach. Was sollen die Volos denn Dinge produzieren? Ich kann damit viel besser produzieren. So, tschüss. Ausweichen Reaper. Erfolgreich. Nach Isori. Hier sind immer viele Systeme. Cool. Hey, du sollst das anfliegen, du Affe. Warum fliegen sie jetzt mit dem Massenportal? Du solltest nur das System anfliegen. Naja. Ich habe etwas gefunden. Ja, cool. Was denn so? Erzähl doch mal. Ein Wrack mit Treibstoff. Einmal voll tanken, bitte. Hier ist noch irgendein Aktivposten irgendwo. Hä? Irgendwo muss hier noch ein Aktivposten sein. Ah, Reaper, ich mach Reaper erstmal ab. Ich hau erstmal ab. Die kommen ganz schön schnell, die Reaper. Können wir nicht irgendwie unsere Scanner verbessern, dass die nicht sofort ankommen? Das käme mir doch sehr gelegen. Alter, die Reaper. Wie schnell die vor Ort sind. Diese elenden Riesenschrimps. Nee, nee, da... Nein! Tschüss, ich muss weiter. Erfolgreich. Ich gehe mal nach Nura. Vielleicht habe ich da mehr Erfolg. Also, ich hoffe, ich habe da mehr Erfolg. Signal bestätigt. Oh, ja, ich finde gleich zwei Dinge. Einmal auf Oma Care. Eine milde Gartenwelt. Ist aber schön mild hier. Was haben wir denn da rumliegen? Volos Geheimdienstarchive. Also ich finde es super, dass wir überhaupt keine Skrupel haben, den Volos ihre Dinge wegzunehmen und sie für uns selbst zu verwenden. Finde ich völlig richtig, diese Einstellung. Und noch ein Wrack zum Auftanken. Sehr gut.
Siehst du, warum denn nicht gleich und überall so? Da haben die Reaper mich gar nicht mal gefunden in diesem System. Dann können wir wieder abdampfen. Und die Citadel anfliegen, wie ich es gerade eben schon angedroht hatte. Oh oh. Wo ist das Massenportal? Ausweichen erfolgreich. Ich muss weg. Ich kann nicht mit euch spielen. Tschüss. Elendiges Reaper-Gezücht, aber echt. Einmal extrem andocken, bitte. Allianzkontrolle, hier ist die SSV Normandy. Haben wir Landeerlaubnis? Hallo? Allianzkontrolle, hier Normandy. Wir sind unterwegs zur Bucht 1-4, Sakara-Bezirk. Haben wir Landeerlaubnis? Warum antworten die denn nicht? Hä? Was ist denn los? Was zum Teufel geht da unten vor? Selbst bei einer Fehlfunktion der Station müssten die Backups online sein. Ich habe ein übles Gefühl. Überprüfe die Notsignalkanäle. Hey, ja, hier ist Joker. Aha. Ja, ohne Witz. Commander, ich habe Thane in der Leitung. Er sagt, das sei wichtig. Sie sollten sich das anhören. Stimme ich dir zu? Shepard, die Citadel wird angegriffen. Cerberus! Über die Docks. Außer Gefahr? Alter! Nein, ich musste ihre Elite-Soldaten im Krankenhaus umgehen. Und bin jetzt bei einer Lagenfront auf dem Präsidium. Cerberus! Hat Kaidan es geschafft? Wir wurden getrennt. Er sagte, er müsse den Rat beschützen. Ich bin unterwegs zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wieso C-Sicherheit? Es wurde eingenommen. Und C-Sicherheit braucht es. Solange Cerberus es hält, haben sie auch die Station. Gut, Joker. Nicht zu den Docks. Es geht zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wir nehmen das Shuttle. Dem muss ich so den Arsch treten. Alter, Cerberus. Die kriegen so aufs Maul. Die kriegen so extrem aufs Maul. Garrus? Und Edi. So, jetzt werden Ärsche getreten. Die von Cerberus, mal wieder. Die brauchen das irgendwie, ne? Die wollen immer Stress haben. Na gut. Dann geben wir ihnen Stress, wenn sie den so dringend benötigen. Cerberus ist so das letzte Dreckspack, echt jetzt. Natürlich haben die wieder einen Mech am Start. Oh oh. Die werfen mit Autos. Geht's noch? Das war noch gut. Das konnte man noch nehmen. Jetzt nicht mehr. Kann ich dann vielleicht so selber spielen? Auch mal. Darf ich da eingreifen, bitte? Das fände ich voll knorke. Ja, das sind sehr schlimme Schießereien. Ich würde gern dran teilnehmen, weil ich könnte einen deutlichen Unterschied machen. Wird gemacht. Geht doch. Feuer frei. Für meinen frisch verbesserten Sturmgewehr, dass es noch mehr Schaden macht. Läuft doch. Na toll, die bauen ein Geschütz auf. Meint ihr, das lasse ich zu? Oh, die sind alle explodieren. Es macht viel zu viel Spaß, Cerberus in ihre Schranken zu verweisen. Weil das alles Arschkrampen sind. Waren das alle? Commander Bailey? Wo? Da hinten irgendwo?